Ey, kannst du noch mal das wiederholen? Annabelle. Was? Annabelle. Nochmal machen? Spiele mit mir. Gute Freunde, wir gehen heute in das Hexenhaus. Ihr wollt unbedingt, dass wir da hingehen. Ihr hattet ja die Wahl zwischen Wald und Hexenhaus. Und ihr habt Hexenhaus gewählt. Das war eine ziemlich schwierige Entscheidung bei euch, das habe ich richtig gemerkt. Aber Leute, wieso Hexenhaus? Wir wurden gewarnt, es sind Sachen passiert, uns wurden Signale geschickt. Alles, dass wir nicht hingehen. Und wir gehen jetzt ins Hexenhaus. Also wie Sally schon erwähnt hat, wir wurden schon letztes Mal gewarnt von einem Geist namens Luca, der auch übrigens die Worte blutig genannt hat und dass wir nicht ins Hexenhaus gehen sollen, was wir aber heute doch leider machen. Da stand in Großbuchstaben, geht nicht dahin. Und eigentlich hat es auch eine sehr besondere Bedeutung, wenn ein Geist sogar euch warnt, geht dort nicht hin und man ist so dumm wie wir heute und wir gehen hin. Und ich glaube, das Hexenhaus hat nochmal so eine krassere spirituelle Art als der Wald. Leute, es ist halt ein Wald, ne? Aber das Hexenhaus, es ist abgeschottet, es ist kalt, es ist kühl, es hat sozusagen Kerker. Es ist einfach crazy, Leute. Also ich glaube, ich finde das Hexenhaus sogar etwas gruseliger als im Wald. Schlimmer als das ist, dass mir eine Story erzählt wurde über das Hexenhaus. Und zwar war das irgendwie so, dass halt in diesem Hexenhaus, so wird es von jedem genannt, der hier in dieser Stadt wohnt, früher mal eine Frau gewohnt hat, die höchstwahrscheinlich eine Hexe war, und die ist auch in diesem Haus verstorben, Leute. Und irgendwie wird erzählt, dass anscheinend diese Frau bis heute noch dieses Haus heimsucht und dort wohnt und halt erst bei Nacht so richtig erscheint, und bei Vollmond hört man anscheinend sie flüstern und rufen und so. Und wenn das passiert, Leute, dafür bin ich nicht bereit. Es ist vielleicht eine Geschichte, es ist aber vielleicht auch keine Geschichte. Wisst ihr, weil in jeder Lüge steht immer ein bisschen Wahrheit. Also weiß ich nicht, was wir dort zu suchen haben, wieso wir wieder hingehen. Und dass die Leute nicht mehr aufgetaucht sind. Die reingegangen sind. Ja, aber das gesehen, Ding reingegangen ist. Aber das Ding ist. Es wurde abgesperrt. Ja. Nicht nur einmal, gell? Ich glaube, da sind drei Schlösser dran, würde ich nur sagen. Drei? Ja. In der Nähe des Hauses ist es immer kalt, eisig, windig. Und bei Vollmond ist es besonders schlimm. Also das war das, was ich gehört habe. Und das hat mir schon gereicht, da ein Jahr lang nicht hinzugehen. Und ihr wisst, die Sachen, die Geister, Dämonen und Hexen wirklich anziehen, ist das Dunkle, das Kalte und das Feuchte. Ich kenne keinen dunklen, kalten oder nassen Ort, wo noch nie irgendwas Gruseliges passiert ist. Und abgelassen, verlassen, das. Ach so, und bei der Story, Sal, ich kenne die. Es wurde auch erzählt, dass Leute, die da reingegangen sind, durch die Absperrung, die kamen nicht mehr raus. Digga, ich lag im Bett, Alter. Ich höre irgendwas lautes explodieren. Was sehe ich das? Niemand hat sowas gemacht, Digga. Es ist einfach, die Pflanze war nur da. Digga, es ist einfach explodiert, ne? Diese Pflanze ist explodiert. Das Glas? Ja, guck doch. Sicher, dass du nichts gemacht hast? Digga, ich lag in meinem Bett. Guck mal, die Pflanze war aber da hinten. Ich lag in meinem Bett. TikTok schauen, Digga, ich höre nur was explodieren. Oha, ich schaue, Digga, ich mach Licht an, ich seh das. Wann ist es passiert? Gerade eben? Gerade eben. Als wir angekommen sind. Wenn sowas passiert, dass in eurer Wohnung einfach Sachen zersprengen bzw. Glas zerspringt, das bedeutet, dass eine sehr, sehr, sehr starke, böse, negative Energie in eure Wohnung eingetreten ist. Und jetzt weiß ich nicht, was ist da? Ich bin so geschockt, ich wüsste ihm, bis sowas noch nie mein ganzes Leben passiert. Und Jasmin ruft an, ich war voll unter Schock und ich weiß nicht, was sich jetzt in unserer Wohnung befindet, ob da noch mehr passieren wird und ob das wirklich so gut ist, dass wir hier sind und ob das vielleicht eine Art Zeichen ist, dass wir hier nicht sein sollten. Und da waren... Ja, als der gesagt hat, explodiert, ich denke mir, was explodiert? Ja! Ja, wir sind erst gerade angekommen, Leute, und auf einmal kaputt. Das Glas ist zerbrochen. Und Leute, das deutet auf ganz, ganz schlechte Dinge hinzu. Das ist so dumm, ich glaube, wir sollten hier nicht sein, Leute. Ich meine, das war richtig ernst. Komm mal rüber, Inge. Ihr wisst, Leute, ich bin nicht abergläubisch oder so, aber Digga, sorry, aber mehr Beweise kann es nicht geben. Wir wurden letzte Woche gewarnt, wir haben es ignoriert, sind jetzt hier. Und dann zerspringt ein neuer Schrank. Wir haben den nicht mal 2-3 Jahre, Leute. Und der zerspringt. Wenn Spiegel zerspringen oder allgemein Sachen zerspringen,
Ohne jeglichen Grund ist da was. Ihr wisst, ich bin nicht so wie Egg. Ich glaube nicht an so viele spirituelle Sachen. Aber das ist heftig. Leute, ich weiß nicht, ob ihr mir glaubt, aber da war gerade irgendwas Schwarzes ganz schnell vor mir und es war groß. Vielleicht bin ich dumm? Also wie der Waldgeist. Inga, hör auf damit. Wir sind aber nicht in dem Wald. Also ja, der Wald ist direkt hinter uns, bringt mir auch nicht viel. Ich habe hier ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Vor allem nachdem, was passiert ist, und ich sehe es als eine Art Warnung. Digga, es war mal ganz kalt, gell? Ja, wir sind jetzt wieder zurückgelaufen, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe richtig Angst. Ich habe richtig Angst. Irgendwie, ich finde das Ganze ganz, ganz komisch. Ich finde, wir sollten hier nicht sein. Perfekt, dann gehen wir tiefer rein. Kommt jetzt. Wir sind hier, wir wurden oft gewarnt. Ich habe euch gewarnt, die App hat uns gewarnt, der Spiegel hat uns gewarnt. Wir sind trotzdem hier und ich finde, es ist ziemlich kühl und frisch hier. Frischer als da oben zum Beispiel. Obwohl es eigentlich gar nicht sein kann. Gott. Sollen wir da rein? Hast du auch was gehört? Ich bin Halluzination. Ich habe Halluzination, Inga. Ich möchte, Inga, kannst du meine Hand halten? Selina, das ist vom Wasser, weil da ist doch Wasser. Okay, ich glaube dir. Ja, da ist doch Wasser, das ist doch dieser Brunnen. Das klingt so creepy. Ich fühle mich hier extrem unwohl. Ich habe Angst vor allem, vor jedem Geräusch, vor jedem Geräusch, was hier passiert. Ich habe auch Angst, das Gerät anzumachen. Ich will es auch nicht anmachen und ich möchte auf keinen Fall da in die Nähe gehen. Ich schalte das Gerät jetzt ein, Leute, und dann gucken wir, was passiert erstmal. Klingt doch nicht. Da ist ein Brunnen, Leute, und da kommt jetzt halt Brunnen anscheinend ist ein Brunnen. Und da kommen jetzt halt so Geräusche und Inga sagt, das ist Wasser vom Brunnen. Aber Leute, hier fließt kein einziges Prozent Wasser. Der Brunnen, der ist nicht an, Inga. Ich glaube, du hast so komisch drauf gedrückt. Bist du Inga? Schalt aus und nochmal ein. Inga, schalt ab. Und jetzt, lass los. Wer möchte mit mir da reingehen? Inga, was? Inga. Dieses Rotmädchen. Und wir sind nicht im... Jetzt ist grün. Wolltest du nicht, dass ich da reingehe? Oh mein Gott, es dreht links. Mein Gott, Leute, es schlägt einfach rot an die ganze Zeit und wir sind nicht mal am Tor. Ich habe vor jedem Geräusch Angst, aber jetzt sind es nicht die Geräusche, vor denen ich Angst habe, sondern vor dem, was hier ist und wir nicht wissen, was hier ist. Und ich wollte nur kurz sagen, Hunde merken auch paranormale Aktivitäten. Deswegen ist es oft vorgekommen, dass Hunde oder Katzen gebellt, gemiaut haben oder sich komisch verhalten haben, weil eine spirituelle... Mein Handy ist auf Flugmodus. Sag Gott, schon wieder auf Rot. Ich glaube nicht, dass im Stein eigentlich Magnete drin sind, Inga. Was ich nicht verstehe, warum? Warum leuchtet es rot, aber es findet nichts? Da war gerade was, Inga. Direkt vor uns, Inga. Wir sind am Tor, Leute. Und jetzt gucken wir da drin, was ist. Von jeder Ecke kommen irgendwie gruselige Geräusche. Ich habe mich noch nie so unwohl gefühlt. Ich meine, ich war hier schon wirklich oft gewesen. Auf den Videos, Leute. Aber ich habe gerade extrem, extrem Angst. Okay, also die App hat hier nichts gefunden. Aber ich glaube, ich werde dafür, dass wir dieses mit dem Sprechen anmachen. Oh mein Gott, ich habe noch nie so reingeleuchtet. Wir versuchen jetzt mit den Geistern zu reden, Leute. Okay. Hallo, ist hier jemand? Ey, kannst du noch mal das wiederholen? Annabelle. Was? Annabelle. Beenden. Ich kann dich hören. Was? Wie, Annabelle? Wie, ich kann dich hören? War das vielleicht Annabelle, die das Fenster zersprengt hat? Und ich hab's euch auch gesagt. Achso, übrigens, sie ist immer noch da.
Wo? Verwundet. Bringen Sie es mir. Leute. Was sollen wir dir bringen? Leute! Leute, ich will jetzt sagen, was ich die ganze Geräusche von dieser Seite gehe. Ich kack mich so dumm ein. Ich weiß gar nicht, was wir hier tun. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Das war ganz klar. Der mit Annabelle. Inga, hast du Annabelle mitgebracht, sehr ehrlich? Ich hab die nicht mitgebracht, aber die ist zu Hause. Die ist hinter euren Kleiderschrankständer. Was? Ja. Was? Die war die ganze Zeit hinter meinem Kleiderschrankständer. Ja? Leute, es schlägt die ganze Zeit rot an. Nochmal machen. Spiele mit mir. Kirche. Rituale. Was? Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nichts sagen, aber solche creepige Dinge hat es zu Hause nicht ausgesprochen. Mit wem willst du spielen? Respektlos. Entschuldigung. Nicht. Nicht angenommen, oder was? Was geht ab, dich? Nicht mal im Wald, blau. Warte. Was? Blau? Unsere Hosen sind blau. Ja, nicht. Was meinst du? Nicht mal im Wald warst du krass, Inge. Was meinst du? Ich versuche. Stalker. Stalker? Spiel mit mir, Annabelle, Stalker. Das Gerät schlägt die ganze Zeit aus. Leute, so viele Wörter habe ich noch nie von diesem Gerät gehört. Leute, als wir im Wald waren, das war mindestens eine Stunde an, gell? Und es hat nicht so viel geredet wie jetzt. Wir sind wieder im Auto, Leute, und wir gucken jetzt, ob es hier genauso schlimm ist wie draußen. Weil, Leute, das Gerät hat noch nie so viel gesagt und noch so sinnvolle Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Und das Schlimmste vor allem ist, es waren Wörter, die Sinn ergeben. Das war das, was mir richtig Angst gemacht hat und das Gerät ist dauerangeschlagen. Wir sind noch immer in der Nähe von einem Haus. Wir sind vielleicht 20 Meter davon entfernt, aber trotzdem sind wir jetzt im Auto. Und jetzt gucken wir, wie es hier aussieht, was hier los ist und ob hier irgendwas ist. Wenn hier was ist, ich lasse mein Auto ausräuchern. Okay. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich bei Gott, Leute, es lag an diesem Haus. Es lag auch an dem Haus. Aber es kamen so viele Wörter auf einmal. Wir beide tragen blau, dann Annabelle, ich will mit dir spielen. Sicher. Und jetzt sind wir in Sicherheit. Meinst du, wir sind sicher? Welches Datum haben wir? Ich weiß es nicht. Der 25. Februar 2024. Ich sehe dich. Leute, hier im Auto hat das Ding nur wirres Zeug geredet. Sachen, die keinen Sinn ergeben. Aber dem Haus war alles sinnvoll. Es hat Sinn gemacht, was gesagt wurde. Es war alles logisch und es war so kühl. Guck mal, siehst du? Von oben bis hier runter irgendwie gerissen. Alter. Und komm, ab hier unten ist es so eingeschlagen, so Bach. Siehst du? Aber von wo kam das? Ich krieg es da hin, gell? Wir sind zu Hause, Leute, und wir gucken jetzt, ob ein Unterschied mit dem Gerät ist und mit der App, wo man redet. Ich bin sehr gespannt und ich bin richtig ängstlich. Ja, da war was. Weil das, was beim Geisterhaus passiert ist, oder beziehungsweise beim Hexenhaus, war heftig. Und zu der Story, wo ich vorhin erzählt habe, ja, Leute, mit dem, ich habe was auf dem Boden gesehen, das lange, große, schwarze Teil. Wie sage ich euch das? Es gibt so eine, nicht ähnliche Story, aber es gibt eine Story, die ist in England passiert, glaube ich. Ich glaube, es war England, oder? England, oder? Ich glaube, England. Lady Grey, und zwar ist die Geschichte in England passiert, Leute. Da ist eine Frau mit ihrem Hund spazieren gegangen und da wurde sie so mäßig verfolgt von, nicht einer Person, sondern von einem Art Dämonengeist durch den kompletten Wald. Und ist jetzt hier so beobachtet gefühlt und alles. Auf jeden Fall war da eine gräuliche Gestalt. Die war schon größer. Und die ist so mäßig auf dem Boden gekrabbelt. Und das, was ich gesehen habe, war auch auf dem Boden. Und hat sich halt ein bisschen bewegt. Und bevor jemand was sagt, es war nicht mein Schatten. Und es war nicht mein Schatten. Es war von nichts im Schatten, weil da kein Licht war auf der Stelle, Leute. Es kann kein Schatten gewesen sein. Ich weiß, ob ich verrückt bin, Leute, aber es hat genug Anzeichen gegeben, dass wir nicht zu diesem Haus gehen sollen. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und ich sage, wie ist es, ich bereue es. Leute, die Vitrine ist zerbrochen, als wir angekommen sind.
Wir wurden letzte Woche mehrmals gewarnt. Allgemein, da war so eine komische Stimmung. Das Gerät ist angeschlagen. Es wurden komische Sachen in den Raum geworfen. Das, was bei dem Hexenhaus passiert ist, war nicht normal. Annabelle, spiel mit mir. Gefahr. Alles, es macht alles. Stalker! Warte, das ist nicht krank. Die Sachen, die dort passiert sind, bleiben dort. Wir werden nie wieder darüber reden und ich werde auch nie wieder zum Hexenhaus gehen. Mir egal. Wir müssen Annabelle entsorgen. Wir müssen. Edgar, Annabelle, willst du spielen? Bring sie zu mir. Schreibt in Kommentare, Leute, sollen wir Annabelle entsorgen, ja oder nein? Und wenn ihr für ja seid, dann schreibt in Kommentare, wo und wie wir sie entsorgen sollen. Und wenn nein, dann nein. Und wenn wir entsorgen, dann entsorgen wir beide.